Also ganz ehrlich, das Viech geht mir auf die Zeiger, das glaubt ihr mir gar nicht. Willkommen zurück hier bei Tales of Xillia 2, das Viech ist einfach nur übel. Und es taucht immer dann auf, wenn es gar nicht erwünscht ist, was es eigentlich logisch ist dahinter, war. Es sollte eigentlich so sein, aber trotzdem. Aua, das war eine vor allem Abwehr durchbrochen, toll. Ja, können wir so, sowieso nicht. Ja, dann erledigt es direkt mehrere Gegner auf einmal. Wie pervers ist das denn? Das bringt sowieso nicht viel. Hoffen wir, es lässt mich noch in Ruhe, dann kann ich währenddessen mal Rowans noch heilen. Ich habe nicht mehr so viele Tränke des Lebens. Ich hoffe, Jude und so kann ich noch ein bisschen... ich hoffe, kann ich da noch was machen gerade. Ja, okay, sieht wieder ein bisschen besser aus, aber trotzdem, ein, zwei Schläge und wir sind wieder down. Das ist einfach pervers. Zum Glück gibt es Komatosen und wenn man ständig abhaut, bringt mir das auch nichts. Ja, das meine ich ja. Vor allem, er steckt immer in die gleiche Richtung, ich kann da nichts machen. Also vorbei, toll. Muss abblocken, weil man sonst wieder voll schreddert. Ne, muss ich gar nicht, gut. Blocken, Leute, blocken. Man kann nicht ständig die Strategie mit auch wechseln, von wegen zuerst mal blocken und damit angreifen. So müssen Intelligenz natürlich auch sein. Luga! Luga! Alter! Da war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Okay, das geht es hingegen noch. Jetzt ganz schnell wieder Rowan zurückholen und dann hoffentlich kriegen wir den Rest auch noch hin. Jetzt wird es genau so effektiver. Muss eigentlich direkt mal ausnutzen. Ja, mir geht egal, wenn ich da ständig spamme. Ah. Ist klar, ich treffe nicht mehr. Ja gut, ist sowieso bald down. Trotzdem, das Viech nervt. Mittlerweile eine Resistenz gegen Wind, war klar. Hätte ich beinahe vergessen. Da sowieso. Und der Quatsch wieder. Wow. Dankeschön. Mann, ich hab doch geblockt. Alter, wenn einfach ein Dampf, als durch uns hindurchfährt. Keine Chance hast du. Ja, wie ich sage, ich blocke trotzdem über die Hälfte abgezogen. Das ist einfach pervers. Ich würde am liebsten gerade Rowan zurückholen, ist gerade momentan ein bisschen kacke. Ja, vor allem deswegen. Wir müssen langsam mal wenden hier. Es lebe Komatuse. Was würden wir bloß ohne Komatus machen? Ganz ehrlich. Sag mal, willst du mal verarschen, kleines Viech? Wollen wir recht verarschen? Oh, Alter, dazu sind mehr Erfahrungspunkte. Ui, haben wir aber viel gekriegt. War geil. Elitejäger, cool. Ich bin hier aber fertig, ganz ehrlich. Scheiß Gebiete, scheiß Gegner, tschüss. Leck mich doch am Sack. Ich haue ab, tschüss. Höhenstraße, ja. Was ein dummes Viech. Ganz ehrlich, ohne... Na gut, vielleicht mit Mila noch, was? Hat auch ziemlich starke Arte noch drauf. Und die vier großen Geister. Das ist ja schon Mila, aber ganz ehrlich, ey... Jungteam, das ich nicht so gut gekauft hatte. Elvin, der kommt raus, und zwar gegen Elise und Shoot mal gegen Mila tauschen einmal. Alter.
Haben die uns platt gemacht? Ich glaub's ja nicht so. Was? Ist das schon wieder da? Ja, wir sind schon wieder da. Ging nicht anders, lieben sie einzukaufen. Toll. So, nur mal, dass wir jetzt direkt genug Geld bekommen und wir endlich mit der Hauptsache weitermachen können. Weil Sidequests haben alle gemacht, soweit. Also sprich, vor allem die Charakter-Stories, nicht wahr? Das hier ist natürlich auch ein geiler Glitch. Ach, was soll's. So. 40.000 Gold. Perfekt. Ja, das ist noch dran. Ich weiß, jetzt vertragen können wir direkt neu wieder beginnen. Gibt's sonst etwas? Ja, hätte auch schon längst machen können, wa? Das Miller Schrein, optischer Gelehrter. Ach, das Bronzesiegel, Holzsiegel, Holzabzeichen, natürlich, weil ich das alles noch nicht habe. Toll. Ach, was soll, Thalys war vorhin auch schon, wa? Ja, komm, wir kommen ganz hier nochmal hin, von dem her kein Problem, ich denke mal an ein paar. Und ja, auch, komm, shit happens. So. Also, ruf mal an. Geht doch. Naja, sorry. Mach's doch gerne. Gib's nochmal zu. 100.000 bereits. Alter, 90. Also ganz ehrlich, wenn das Spiel drauf hinabzieht, dass wir alles zurückzahlen müssen, ständig nur so wenig bekommen. Sorry, aber dann zock ich's nicht fertig. Könnt ihr vergessen, Leute, dass der Sinn ist. Also warte, ich glaube zumindest mal, dass irgendwann, vielleicht bei 15 Millionen oder so, wird das Spiel mal zu Ende sein, weil halt Hauptstory und so weiter geht und wir dann bereits am Ende sind und am Ende dann die Schulden erlassen werden den Rest. Oder aber wir kriegen für Vernichtung der Spieldimension etc. sonst etwas, kriegen noch 10 Millionen aufs Konto. Könnte auch sein, dann ist okay, aber wenn ihr... Alter, kannst du das nächste Mal mit 200.000 solchen Dingen? Nee, vergiss es, ganz ehrlich. Naja, Schnauze. Hallo? Vera hier. I've got urgent news for you. Na ja, klar. Director Kresnik has stolen the Kanan Waymarker you recovered. Och nö. I've also been given a message for you from a man named Erston. It reads, meet me in front of the Spurious building. The King! Julius folgen, E1, wir können ja jetzt mal ihm, weil wir wissen sowieso nicht, wohin Julius ist, von dem her. Mal sehen, was Erston zu sagen hat. Very well. We'll continue to pursue former Director Kresnik and keep you updated on our progress. Okidoki. Ich dachte eigentlich, wir hätten ihn gefangen genommen, beziehungsweise sie hätten ihn gefangen genommen, aber scheinbar nicht gut genug. Ach, was soll der Mist? Wo gehe ich jetzt hin? Direkt zurück, wa? Ich habe hier echt nichts mehr zu tun momentan. Hier Triglyph halt, weil hier das Gebäude ist, aber... Ne, Moment mal. Gibt es was Neues hier? Mal gucken. Jetzt ein neues Eis, da war nicht schlecht. Dabei will ich eigentlich endlich weitermachen. Ah, ist einfach das hier. Gut. Ich komme jetzt zum Speicherpunkt. Sehr schön. Lala. Zweiklassiger Gummi. Wenn ich damit gemeint bin, dann verzichte ich lieber aufs Vorlesen. Der lässt Höhenstraße? Nee, kein Bock drauf, will eher ganz kurz hier abspeichern. Ja, und sich über das Riesenviech genießen. Aber echt krass, ohne Chromatus bist du hier echt am Arsch. Das ist so eine bittere Pille. So, da muss er irgendwo sein. War er doch bereits. Hä? Ah. Stimmt, der war ja Erston, ganz vergessen. Ja, gerne, endlich mal. Kapitel 8, Gaius Prüfung. Oh, hey, Erston. Good news. It looks like your friends finally arrived. Thanks for the info. Let me know if you hear anything else. Maybe next time we can chat over drinks. Sure, first round's on me. I should have guessed that Gaius was the cause of that hubbub. Oh, right.
I was just showing Mila around. She wanted to learn more about Olympias. You people can't do anything without Spyrex. You have fun mingling with the locals, Gaius? Yes. Olympians are really no different from we Risa Maxians, once you get to know them. Okay, jetzt sag bloß nicht, ihr bezahlt euer Getränk mit dem Geld der Steuerzahler. Naja, ihr habt gesagt, ihr wollt mit mir sprechen. R1 hat sie nämlich direkt auf den Punkt gebracht und L1 ist ein bisschen frech. Naja. Yes, you and one other person. Rowan brought me up to speed with what's been happening. So, you're the former Maxwell. And you're some sort of big shot? Is that it? The biggest shot? He's a king for crying out loud! Whoop-de-doo, I'm the Lord of Spirits. Beat that. I must admit, I'm fascinated. So these fractured dimensions undoubtedly do exist. But I digress. Luger, I need to know if you're truly worthy of carrying the fate of the world on your shoulders. Geht auch nichts an. Okay, wenn man's immer frech. Wenn ich nicht würdig wäre, was dann? Das ist eine gute Frage. Death. Seems fair enough. Was? Dying isn't allowed. How exactly do you want him to prove it? Bring me into a fractured dimension. So I might see his actions for myself. Vera here. We've detected a new fractured dimension. The rift is in Kanbalar. Please depart for it immediately. Perfect timing. I'll come too. I want to watch you end a world. You know, Luger's been doing a pretty good job out there. I hope you're right. So, you probably don't know, but I'm a reporter now. Mind if I whip up a human interest piece on you? That would completely blow my cover. Oh, no problem. I won't run it until after you finish your work. Finishing it could take years. No worries, I can wait. In that case, do whatever you deem fit. Awesome, thank you! This will be the story of a lifetime! But hold on, if you wanted to talk to Luger, why didn't you just call him on his GHS? I can give you his number if you don't have it. No thanks. Rowan was kind enough to program this, but... Let me guess. Technology's not exactly your thing. It's time to show me around one of those fractured dimensions. Best story ever! Der Typ ist einfach nur hohl. Naja, oder zu alt, wie auch immer. So kings don't really live in castles, huh? Well, I'm sure some of them do. Die haben ja Sorgen, ey. Okay, los geht's in die Spieldimension. Zack, und zwar in die Nummer F4221. Ach, du Scheibenkleister. Okay, was? Moment. Aber das... Gaius ist dabei, im Team. Alter, mit 32 ist der pervers. Hallo, Gaius, sind so drauf, Alter? Ja, war klar, was in Ausrüstung eigentlich, Kumpel. Shiranami, arme Kettenpanzer. Der ist echt ein als Kampfmitglied dabei, ja, nicht schlecht. Muss ich Lea mitnehmen, mein Milan zu verstehen natürlich, aber... Der ist gar nicht dabei, verdammt mich. Ich muss mit dem Team gehen. Oh, Menno, hoffe, es ist nichts unbedingt Wichtiges. Oh, da war ein bisschen überraschend, war. Ich meine, Schnee, den kennen wir doch noch. Was ist jetzt die 1 nach dem Angriff der Olympioniden? Olympioniden, sage ich schon. Ja, nach Exodus, das ist natürlich. Als die nach der Aufhängung des. Nee, nicht aufhängen, als sie halt einen Riss in den Schisma geschossen haben. Und dann in Riz Max aufgetaucht sind. Da war's doch so, oder? Da hat zuerst getrennt, hat auch irgendwie alles geschneit überall. I must become stronger. Ja, natürlich. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich eigentlich direkt mal. These are the Mon Highlands, right? Then our first destination should be Kanbalar. Jo, das ist schon eine Weile her. Was? Erst ein Playboy auf einem Fuß. Ach du Scheiße, soll das der Quatsch.
Xiandu, der ist ja da gegangen. Oh, Xiandu, der ist schon eine Weile her. Egal, Leute, erstmal die Alliumkugeln gucken. Du gar nicht mehr so viel mit dem Schatten, wa? Nee, nur Tropfen wird ein bisschen mehr geben. Und drei Stück, es gibt sonst noch ein bisschen mehr. Sonst nicht viel, wa? Aurora, okay, der bereits. Nehmen wir mal einen Tropfstein. Mila, was nimmt die coole Mila? Sie hat einen Sog mit 2, das kann man sicher überbieten. Mit Aurora am besten. Sternfeuer, Blitzschlag, Sog, Gletscher. Tja, was gebe ich hier am besten? Flammenring, wäre auch eher zum Heilen noch. Windlanze, Luftabwehr. Aurora klingt cool. Das Lichtelement. Na gut, der kann sich noch mehr. Okay, sie hat nur eine, das ist ein bisschen wenig. Alter, mit der Aurora könnte ich viel. Nimm mal hier ein Sternfeuer, wa? So, kommen wir also zu ihm. Er hat 4 Stück durch den Sog. Geht das vielleicht noch ein bisschen besser? Nö. Der Sog muss genügen. Du, du, du. Dass Aurora so mächtig ist, der beide haben auch nur 3 Stück, also dem her. Auch nicht gerade viel. Jude, 2 kriegen wir sicher besser hin. Killstein bereits 3, auch nicht schlecht. Aber wenn ich schon mal dabei bin. Oh, der Schatten geht gut. Der ist nicht schlecht. Elvin, oh, auch nur 2. Der ist bereits im Team. Oh, so, Gletscher. Ja, machen wir Gletscher, wa? Es hat sie nur noch einen. Das ist natürlich ein bisschen sehr wenig. Ja, der genommen. Moment, das habe ich gerade falsch geguckt. Blitzschlag gibt 3. Hm, das ist ja schon gut, wa? Jo, komm, lassen. Windlanze plus, Feuerkugel plus. Lass mal so. Alles klar, Freunde. Das war's mal für heute hier bei Tetris Oxidia 2. Nächstes Mal geht's weiter hier mit Ersten, dem Playboy und sonst halt im ganzen. Ja, der Prüfung von Ersten alias Gaius. Alias ist egal. Bis nächstes Mal. Tschüss.